Libertas aus, Libertas aus, Libertas aus. Hallo, hier bin ich mal wieder und es geht auch gleich weiter mit dem nächsten Abschnitt. Grömlitz, Sommer 2013. Corinne und die Freunde sitzen am Rand der Koppel und sehen Sandmann beim Grasen zu. Der Hengst sieht erbärmlich aus. Bei Tageslicht noch um einiges schlimmer als im Schatten der regnerischen Nacht in Bayern. Corinne hatte den Tierarzt kommen lassen und selbst Dr. Schuster war fassungslos gewesen. Dieses Tier wäre in spätestens 10 Tagen tot gewesen, sagt er, nachdem er den Hengst untersucht hatte. Es ist ein Wunder, dass er das so überhaupt so gut überstanden hat. Ansonsten ist er gesund. Auffüttern und er wird wieder. Corinne hatte ihn auf die kleine Hauskoppel geführt, wo er nun im fetten grünen Gras stand. Ein friedliches Bild, wäre nicht die krankhafte, beklemmende Magerheit nur allzu ersichtlich gewesen. Schwach und zögerlich war er hinter ihr her den Weg aus dem Hoftor zur Koppel gelaufen. Ein Schatten des alten, großspurig wiehernden und an der Leine zerrenden Tiers, das kaum zu bändigen gewesen war. Als sie ihn in die Koppel hineingeführt hatte und die Leine vom Halfter lösen wollte, geschah etwas Sonderbares. Der große, dürre Hengst drehte sich zu ihr um und statt sich sofort dem Gras zuzuwenden, stellte sich vor sie und senkte den mächtigen Kopf. Vor einem Moment senkte er seine Stirn, sodass sie die Stirn von Corinne berührte. Corinne hielt den Atem an. Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen und die Tränen schossen ihr in die Augen. Sie verstand alles. Mit einem Seufzen wandte das große Tier sich ab und begann zu fressen. »Ja, mein Großer«, flüsterte Corinne ihm zu, nie mehr lasse ich dich aus den Augen, nie mehr wird dir so etwas geschehen.« Die Tränen rinnen ihr die Wangen herab, als sie sich an den Koppelrand setzt und dem Tier einfach nur beim Grasen, beim Heilwerden zusieht. Es war etwas geschehen, das weiß sie. Der Hengst hatte Verbindung zu ihr aufgenommen. Er hatte mit ihr gesprochen. Er hatte ihr gedankt für sein Leben und er hatte ein Versprechen abgegeben. »Vor dir«, denkt sie, »muss ich mich nie wieder fürchten. Du wirst auf mich aufpassen, wie ich auf dich.« Tief in ihrem Inneren weiß sie das. Wie abgesprochen sind die Freunde dazugekommen, nach und nach, und versammeln sich am Rand der Koppel neben Corinne. Mandy hat einen Kuchen mitgebracht. Wunderbar. Florin läuft zum Hof und kocht Kaffee, denn Corinne kann ihre Augen nicht von dem Wiedergewonnenen lösen. Erika und sie schleppen die großen Thermoskannen und Geschirr herunter und aus dem Nichts taucht Dietmar auf mit einem riesigen Korb frischer Kirschen. Die Freunde veranstalten ein spontanes Picknick am Rande der Koppel und Gerhard und Mandy erzählen endlich allen, wie die Rettung Sandmanns vonstatten gegangen war. Sie waren auf den einsam gelegenen Hof eingefahren, nachdem sie zunächst das Tor geöffnet hatten. Der Hof war wie leergefegt gewesen. Die Dämmerung tat ein Übriges, das Ganze gruselig und einsam erscheinen zu lassen. Doch gleich beim Auffahren auf den Hof hatte Gerhard Sandmanns Kopf aus einer der Boxentüren ragen sehen. Nun wusste er, sie würden diesen Hof nicht ohne das Pferd verlassen. Und etwas wie Erleichterung löste die Spannung, die sich zuvor aufgebaut hatte. Aus einem Hauseingang stürzte nun eine junge blonde Frau auf Mandy und Gerhard zu. »Was wollen Sie hier?« herrschte sie sie an. »Ich nehme das Pferd mit«, sagte Gerhard nur knapp und öffnete die Klappe am Hänger. Mandy war bereits auf Sandmanns Box zugegangen und streichelte ihn am Kopf. »Halt, hören Sie auf, das geht nicht, sind Sie verrückt geworden?« Die Frau schrie nun und ein hünenhafter Mann kam aus der Tür des Wohnhauses und eilte zu ihr. Gerhard schob die beiden zur Seite und ging zu der Box. »Die Box ist verriegelt«, flüsterte Mandy. Und tatsächlich, ein Vorhängeschloss sicherte die Boxentür. »Machen Sie das sofort auf«, knurrte Gerhard, und seine Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass er die Tür sonst aufbrechen würde. Die junge Frau brach plötzlich in Tränen aus. »Wir wollten das nicht, das müssen Sie verstehen. Wir sind von dem abhängig. Er stellt hier Pferde unter und er verkauft sie dann. Wenn er hier keine Pferde unterbringen würde, dann könnten wir dicht machen. Die Lage ist zu einsam hier. Hier kommt keiner her. Und wir haben uns so verschuldet. Wir können den Hof sonst nicht halten.« Tiefe Schluchzer drangen aus ihrer Brust und zerrissen die gestammelten Worte. Ihr Mann legte den Arm um sie. »Lassen Sie«, sagte ruhig. »Ich hole den Schlüssel. Sie können das Pferd mitnehmen. Aber passen Sie auf, das Tier ist gefährlich. Wir sind froh, wenn wir den weg haben. Lassen Sie mich zuvor den Hof verriegeln. Ich will noch das Auto wegstellen. Der ist unberechenbar. Den kriegen Sie sonst da nicht raus.« Unwillig schob Gerhard den Hühn beiseite. »Lassen Sie mich das machen. Ich kenne das Pferd, der macht gar nichts.« Mandy unterhielt sich inzwischen leise mit der noch immer schluchzenden blonden Frau. Sie berührte sie tröstend an der Schulter. Der Hühne ging Gerhard schulterzuckend aus dem Weg und verschwand im Haus und kam kurz darauf mit einem Schlüsselbund wieder. Er löste den Riegel an Sandmanns Boxentür und trat beiseite. Gerhard hängte einen Strick in den Halfter ein, öffnete die Boxentür und führte Sandmann heraus. Ein kollektiver Seufzer ging durch die kleine Gruppe, als das Pferd im Hof stand. Sandmann, ein Schatten seiner selbst. Auch in dem schlechten Licht der Dämmerung sah man den erbärmlichen Zustand des Hengstes. »Oh mein Gott«, entfuhr es Mandy. Sie zog ihren Arm von den Schultern der Blonden zurück, als hätte sie sich verbrannt. »Was sind Sie bloß für Menschen?« Die blonde Frau schluchzte noch einmal hörbar auf und wandte sich ab, vergrub ihr Gesicht in der Schulter ihres Mannes.
Wortlos verluden Mandy und Gerhard das Pferd und schlossen die Klappe des Hängers. Das, sagte Gerhard, als er sich abwandte, um das Fahrzeug an der Fahrerseite zu besteigen, das kann Ihnen niemand verzeihen. Sie sollten keine Pferde halten dürfen. Die Freunde redeten wild durcheinander. Was denn geschehen war? Warum hatten die Leute Sandmann nicht gefüttert? Wie würde es nun weitergehen? Hier konnte Mandy Auskunft geben. Sie hatte mit der blonden Frau geredet. Offensichtlich war Sandmann im Auftrag gestohlen worden von eben diesem Mann, der Halter des PKWs war, mit der bekannten Nummer. Wo dieser lebte, war keinem bekannt. Und offensichtlich war es auch der Polizei bisher nicht gelungen, einen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Dieser Händler stellte in regelmäßigen Abständen Pferde an den Einödhof unter. Diese wurden dann dort trainiert und geritten, über seine Kontakte vorgestellt und verkauft. Und das Ehepaar, das den Hof betrieb, bekam daraus seine Einkünfte. Bei Sandmann jedoch war der Käufer wohl abgesprungen, nachdem das Pferd überall im Internet gesucht worden war und auch die Polizei in der Gegend ermittelte. Der Hengst war zu bekannt, um zu versuchen, ihn andersweitig loszuwerden, sodass man sich quasi entschlossen hatte, ihn zu vergessen. Wenn er verschwand, aus irgendeinem Grund verschied, wäre das nicht das Schlechteste gewesen, denn dann wäre das Beweismittel verschwunden und die Sache aus der Welt geschafft. Da kann man echt noch von Glück sagen, dass ihn da keiner totgeschlagen hat, sagte Corinne Witter. Ach, entgegnete Mandy. Du tust den Leuten Unrecht. Die sind eigentlich nicht verkehrt. Die sind halt nur in einer fürchterlichen Zwangslage und von diesem Händler abhängig. Und die Frau hat ganz schrecklich geweint. Und irgendwie sind die auch froh, dass das Pferd weg ist und sie aus der Sache raus sind. Was willst du jetzt weitermachen? Willst du die verklagen oder so? fragt Florian. Mach das nicht, sagt Mandy leise. Mir tun die Leute leid. Die sind diesen Menschen ausgeliefert und haben es schwer genug. Und den kriegt man wahrscheinlich sowieso nicht, wenn die ihn bis jetzt nicht gefunden haben. Aber sie haben mein Pferd fast verhungern lassen, fährt Corinne auf. Die sollten keine Tiere halten, wenn sie sowas tun. Das ist Libertas Fluch, sagt plötzlich Dietmar mit dunkler, düsterer Stimme. Alle fahren herum und blicken ihn erstaunt an. Ein Moment von Stille entsteht. Dietmars Blick ist sonderbar nach innen gekehrt und er sieht schrecklich aus. Sein Gesicht ist hochrot und Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. Dietmar? Corinne findet als erste ihre Stimme wieder. Dietmar, geht's dir gut? Das ist Libertas Fluch, wiederholt er, während sich sein Blick aber langsam sammelt und die Freunde fixiert. Das wird nicht das letzte Unglück sein, das hier geschieht. Die Berta hat das Dorf verflucht. Und hier wird nichts Gutes wachsen und gedeihen. Das ist mal sicher. Dietmar, du kannst doch nicht an so einen Hokuspokus glauben. Geht's dir gut? Lass mal, Corinne. Da ist schon was dran an dem Fluch. Seitdem hat es hier nur Unfrieden und Streit gegeben in diesem Dorf. Hier wird nichts gut. Das kannst du mir glauben. Erika senkt den Kopf. Seid ihr jetzt alle irre? Corinne blickt fassungslos um sich. Und wie soll das dann hier weitergehen? Wir sterben alle wie die Fliegen oder werden von Heiko Bagger erschossen oder verhungern? Und du, Dietmar, solltest zu einem Arzt gehen. Du siehst verdammt nochmal nicht gut aus. Dietmar schüttelt den Kopf. Mir ist nichts, was nicht der liebe Herrgott richten kann. Außerdem fühle ich mich schon besser. Es stimmt. Seine Gesichtsfarbe war langsam wieder heller geworden und sein Blick klarer. Also ehrlich, hört mal auf mit diesem Hokuspokus. Sandmann ist wieder da und jetzt wird alles gut. Mensch, wir haben ihn gerettet. Das ist wie ein kleines Wunder. Und das ist ein Grund zur Freude. Corinne versucht sich an einem strahlenden Lächeln, um die Freunde aufzumuntern. Das zögernde Kopfschütteln von Mandy und die in ihrem Schoß überkreuzten Finger entgehen ihr aber nicht. So, das war's für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!